So, hallo wieder hier bei mir, dem Luca von den Löwen, zu einer weiteren Folge von We Build Potter's World. In der letzten Folge haben wir, ich glaube, wir haben, nee, wir haben die Wand hochgezogen, ne? Ja, hier hinter uns, ne? May the Fourth. Ja, und was wir in dieser Folge machen werden, das seht ihr nach dem Intro. Ja, Leute. Wir befinden uns wieder hier im Glockenturm Innenhof und ihr seht, wir haben im letzten Stream unsere Spitzhacke wieder, ja, repariert. Und wir haben auch hier hinten die J Laura und die Jule. Die werden mir heute aber wahrscheinlich nicht helfen. Laura? Okay, ich höre ja schon auf. ja, ich zeige einmal gerade ganz kurz, was allgemein gerade Sache ist. Und zwar im letzten Stream, welcher am Montag war, haben wir hier ja, den großen Turm mal fertig geplant. Und ich sage euch einmal ganz kurz, wie das Ganze dann jetzt in Zukunft aussehen wird, was wir in den Streams in Zukunft machen werden. Und zwar könnt ihr euch das, also hier ist vorne. Ich sag's euch mal so, hier ist vorne. Das da hier ist ja so die große Halle mal so angedeutet, so ein bisschen. Aber es geht ja vor allem gerade um den großen Turm. Das ist dieser rote Kreis hier. Und dann hier einmal das Innenleben. Also das ist diese Verbindung hier zwischen große Halle und großer Turm. Dann hier so ein Gang und dann hier innerhalb von diesem gelb-blauen ist eben das Treppenhaus. Und hier innen, wo ich jetzt bin, ist der gepflasterte Innenhof. Ich werde ihn euch gleich nochmal ein bisschen genauer zeigen. Ja, aber so zumindest mal der grobe Plan. Vielleicht wird sich daran noch ein bisschen was ändern. Ich sehe gerade zum Beispiel etwas, das könnte man vielleicht noch machen. Aber ja, mal gucken einfach. Aber allgemein würde ich sagen, kann man das so machen. Ich zeige euch mal ganz kurz, wo das Ganze im Original ist. Also, ne, ihr müsst das Ganze von hier vorne sehen. So hier große Halle links, großer Turm da und dann hier so ein Gebäude dran und da hinten gepflasterter Innenhof. Ich zeige euch das Ganze mal ganz kurz im Realbeispiel. Beziehungsweise hier im WWPW-Realbeispiel. So. Genau, nämlich ist das Ganze hier. Da ist die große Halle, ne, so schräg. Dann hier ist dieser Zwischengang, die Verbindung zwischen Halle und Turm. Hier ist der große Turm. Und da ist dieses Gebäude daneben. Und hier haben wir eben den gepflasterten Innenhof von innen, ne? Hier so diese Wände. Genau, soweit, so viel dazu. In der heutigen Folge würde ich sehr gerne mit euch weiter am Glockenturm-Innenhof arbeiten. Und zwar vor allem, ja, diesen ein bisschen ausbruchssicherer zu machen oder ausfallsicherer. Ja, ich habe mir da nämlich schon zwei Bilder vorbereitet und ihr seht, ich habe Erde im Inventar. Das, was ich noch nachschauen muss, das, ja, hätte ich vielleicht Jule fragen müssen vor der Folge, aber das habe ich jetzt ein bisschen vergessen. Ist, ob man, ja, in so hohen, also ob man so hoch überhaupt Dingens, Moment, ich muss kurz was schauen. Und okay, hier unten ist also noch kein Schnee, das ist sehr, sehr schön. Okay, jetzt hoffe ich einfach mal, dass ich nicht in der Luft schwebe. Sehr schön. Okay, und dann, genau, muss ich jetzt auf jeden Fall mal hier runtergehen. So, und dann zumindest mal den allerersten Erdeblock setzen. Ah, Moment, ich mache das jetzt mal vielleicht. Ah, Moment, ich mach mal. Bah. Ich mach mal hier so. Und dann. Hier so und dann hier so. Wow. Komm schon. Komm schon, du schaffst das, du schaffst das. Jawohl. Jawohl. Du bist mein Mann, Löwe. Du bist mein Mann. So. Als allererstes würde ich jetzt, denke ich, einfach mal. Also, ich habe jetzt hier gerade ja dieses Bild offen.
einfach mal hier, ja, so das Ganze so entlang ziehen. Ich denke, das ist das Beste, was ich jetzt für den Anfang mal tun kann. Wir werden jetzt natürlich nicht in dieser heutigen Folge den Berg bauen. Aber ich möchte zumindest mal das Ganze hier ein bisschen sicherer machen, dass man zumindest auch ein bisschen außerhalb laufen kann. Und ja, ihr seht, ich drücke mich so ein bisschen vor der Schüssels- und Bits-Aufgabe. Ja, ich habe da ehrlich nicht so Lust drauf auf Schüssels und Bits, weil Schüssels und Bits. Nein, 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 Schüssels und Bits, nein. So, und dann natürlich noch da einmal Erde dran, sehr schön. Und ja, ich würde sagen, dass das da hier. Ja, ist halt schwer ein bisschen auswendig zu machen. Aber ich würde sagen, es geht sogar tatsächlich ziemlich im spitzen Winkel runter, also so im 45-Grad-Winkel. Aber ich guck gerade mal noch mal kurz ein bisschen. Wisst ihr was? Ich mache das jetzt mal hier so. Ey, lass mich runter. So, und dann mache ich jetzt mal hier so. Und so. So, jetzt muss ich hier nur nach oben und zwar lebendig am besten. So. Zack. Und dann nehme ich mir das hier wieder. Und ja, damit hätte ich dann jetzt zumindest mal das da hier. Ich meine, klar, man kann hier, wenn ich da unten Zäune setzen würde, immer noch ausbrechen. Aber es wäre zumindest ein kleines bisschen sicherer, denke ich. Und mir wird gerade ziemlich warm, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich ziehe mal gleich kurz meinen Pulli aus. Ich ziehe mal jetzt ganz kurz. Moment. So. Genau, ich blende euch vielleicht auch die Bilder ein, die ich jetzt hier gerade offen habe. Das kann sein, dass ich das mache. Ich achte da ja zurzeit ein bisschen drauf. Vielleicht ist es euch ja aufgefallen, dass ich da so ein bisschen darauf achte, euch die Bilder auch einzublenden. Ja, ich denke, man kann sich halt einfach nochmal ein bisschen mehr darunter vorstellen, wenn das Ganze eben eingeblendet ist. Und ja, deswegen halte ich das jetzt nicht für eine schlechte Idee. Also zumindest nicht für meine schlechteste. So, dann mache ich das Ganze jetzt mal hier so. Und ich hoffe mal nicht, dass ich von Shift runterfall. So. Zack, 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 zack. Wie weit noch? Ja, noch ein bisschen. Ich bin ja eigentlich gar nicht so der Fan von so bauen, also so dieses schräg runterbauen. Aber ich möchte zumindest mal hier so eine gewisse Sicherheit bieten, wenn man hier eben entlang laufen möchte. Dass man nicht direkt eben, ne, krepiert, wenn man hier so läuft. Weil das, ja, ist in der Regel eigentlich nicht so gesund, ehrlich gesagt. Habe ich zumindest mal gehört. Ich glaube, das hat mir mal mein Arzt gesagt. Und ja, genau. So, so. 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 Und ich finde es cool, dass mein. Ja, ja, passt jetzt erstmal. Ich finde es cool, dass meine Spitzhacke noch nichts davon mitbekommen hat, dass ich irgendwas abgebaut habe. So. Huch. Du kommst wieder weg. So. Aber nein, Leute, ich schäme mich gar nicht vor der Schüssels- und Bits-Arbeit. Ich frage mich, wie ihr darauf kommt. Niemals. Ich doch nicht. ja. Ich glaube, ihr merkt, dass ich darauf irgendwie nicht so Lust habe. Aber es muss gemacht werden und ich mache das jetzt gleich auch auf jeden Fall. Ja. Ich mache das gleich, wirklich. Ich mache das wirklich gleich. Genau, aber so viel jetzt erstmal dazu. Jetzt, ne, wenn man hier dann mal so runterfallen sollte, man sollte halt nicht springen, ne? Aber ich denke, das sollte halt klar sein. Ich überlege mir gerade sogar, Moment mal. Soll ich sogar nochmal einen weitergehen? Ja, wisst ihr was? Ich gehe nochmal einen weiter. Und nein, ich schäme mich nicht vor Schüssels und Bits. Niemals. Wie kommt ihr darauf? Das ist böse, mir sowas zu unterstellen. Ich würde mich niemals vor Schüssels und Bits drücken. Das ist meine Lieblingsaufgabe. In ganz WWPW. Ja.
Tatsächlich, ja. Wow, da wäre ich fast gestorben. So. Genau, da muss ich jetzt natürlich hier, ne, auch nochmal, Moment. Auch nochmal hier so und so machen und dann hier eben die da hier dran, ne? So. Genau, und dann kann ich sogar eigentlich auch noch zwei weitergehen. Aber ich will es mal nicht übertreiben, weil ich finde das ultra hässlich, wenn das hier so einfach in einem 45-Grad-Winkel runtergeht. Das finde ich ultra hässlich. Und keine Sorge, sobald wir unten den Berg dann bauen, wird sich das auch auf jeden Fall nochmal verändern. Also das versichere ich euch. Ja, ich möchte nur, dass es hier zumindest mal ein kleines bisschen irgendwie natürlicher aussieht. Ne, weil hier kommen ja später dann die Ländereien hin. Und genau. Nicht, dass es aussieht wie irgendwie, keine Ahnung, so ein Staatsgefängnis oder so. Und no, ich habe keine Erde mehr. Brauche Erde. Ups. Ja, dann gehe ich jetzt einfach mal nach oben. Dann fange ich halt jetzt mit Chisels und Bits an. So, so. So. Okay. So, also, dann haben wir hier auf jeden Fall mal das da hier. Und dann öffne ich mir auch gleich ganz kurz das Bild davon, weil ich habe ja gesagt, dass ich gerne in dieser Folge mit, ne, mit diesem Muster hier anfangen wollen würde. Und da habe ich mir auch ein paar Bildchen zugemacht. Moment. Genau hier. Muss nur noch das Richtige finden. Ja, hier, das da hier ist es, glaube ich. Ja. Ja, okay. So. Denn wenn ich das Ganze jetzt mal richtig sehe, ich denke, wir fangen auch hier direkt an. Genau, mit dem da hier. Denn, ja, hier gibt es jetzt selbstverständlich ein paar Besonderheiten, in Anführungszeichen. Und ich mache mal meinen Shader aus, weil ansonsten sehe ich die Markierungen nicht. So. Und ja, das ist quasi, also da blende ich euch vielleicht auch ein Bild ein von. Das ist prinzipiell einfach nur so, ne, so drei Bögen unten und oben verlaufen die irgendwie nochmal. Also es hat so diesen Gothic-Look. Glaube ich zumindest. Ich habe keine Ahnung davon. Aber ich weiß, dass ein großer Teil von Hogwarts im Gothic-Look gebaut ist. Und ja. So. Übrigens, Leute, wenn ihr, also wenn ihr jemals irgendein Abo oder sowas kauft, in Anführungszeichen, also nö, beispielsweise, was nehmen wir als Beispiel? Nehmen wir als Beispiel mal eine Scanner-App. Angenommen, ihr wollt euch eine Scanner-App zulegen und wow, das ist viel Erde. danke. danke. Aber, behalt das mal. So. Ja, dann müsst ihr auf jeden Fall immer schön darauf aufpassen, was da ganz genau steht. Weil ich, Vollidiot, habe mir aus Versehen, ich wollte mir die Gratis-Testversion von der Scanner-App runterladen, weil ich habe halt gerade vorhin was scannen müssen. Und ist es jetzt die Mitte? Hier 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, ist jetzt nicht die Hälfte, aber ist gut, denke ich. Oder? Ja. Oder? Ja. Genau. Und dann mache ich jetzt mal hier auf jeden Fall so, so, so. Genau, weil jetzt müssen hier selbstverständlich die Bögen dran und ich überlege gerade, ob ich die vielleicht ein bisschen kleiner machen soll. Moment mal. Also gut, hier, das da hier muss natürlich auf jeden Fall so gemacht werden, ne? Genau. Aber dann vielleicht eher nochmal hier sowas dran. Und dann hier sowas dran. So, und dann verbundene Ebene, zack und
zack und zack und zack. Genau, müssen wir jetzt eigentlich die Mitte haben, oder? Wenn ich jetzt mal hiervon gehe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, wow. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, aber dadurch, dass wir ja natürlich hier dann diesen Eingang machen, Moment, ich mach mal hier die da hier vielleicht weg. So. Genau, weil das kommt ja dann natürlich da so hin. So, hier den da hier mache ich auch mal noch einen höher. Genau so dann. Ja, dadurch wird das dann wieder gleich. Wobei ich finde das ehrlich gesagt ein bisschen zu dünn, wenn ich es mal ganz genau nehme. Moment. Ah, Hilfe. Moment. So und so. Genau. Ich mach mal jetzt das hier auch mal ganz weg nochmal. Und dann so. Genau, nochmal ganz leer. So, weil dann arbeite ich wohl doch mit denen hier. Ja gut, hier ist es dann natürlich ein bisschen übergreifend. Bedeutet, hier muss ich dann so machen. Aber ich denke, wenn ich das so mache, dann könnte das eigentlich ziemlich nice aufgehen. So, Moment. So. Und dann, ah, Moment, hier kann ich ja selbstverständlich die da hier nehmen. Genau so. Zack, 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 zack. Okay, und dann natürlich hier noch immer jeweils den weg, den weg, den weg, den hin, den hin, den hin. So, so, so. So, so, so. Genau. Ey, das könnte, glaube ich, ganz nice werden. Hier kann man dann auch durchspringen. Das finde ich irgendwie ganz cool. Hier hat man dann den Durchgang. Ja. Ich glaube, das könnte ganz cool werden. Ich mache das jetzt auch, denke ich, erstmal hier auf dieser Seite. Beziehungsweise, Moment, ich mache jetzt mal ein bisschen was anderes. Und zwar hier den da hier auf jeden Fall mal ganz nach oben ziehen, weil das muss natürlich auch noch passieren. Ja, Moment. So. 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 Und so. Genau, aber ich glaube, das ist ein bisschen zu hoch, ehrlich gesagt. Aber ich muss mal gucken, wie das jetzt hier läuft, weil, Laura, komm mal. So, dann fange ich jetzt, denke ich, auch mal. Ja gut, ich ziehe auch direkt mal kurz das da hier hoch. So. Genau, dann haben wir hier schon mal die perfekte Umrandung. So. Stell dich mal hier dazwischen. So. Boah, Hilfe. So, jetzt muss ich das natürlich nur noch hier mit. Moment. Genau damit einmal vergleichen. Und okay. Ein bisschen höher muss es auf jeden Fall noch werden, auf jeden Fall.
Okay. Okay, danke. So. Und dann hier wieder so. 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 Genau, ich denke, das könnte sogar tatsächlich so die Größe sein. Ja, ich belasse es jetzt erstmal dabei, denke ich. Jetzt muss ich irgendwie hier ein bisschen höher kommen. Zack. Und dann so. So. Es ist so ätzend, das Ganze hier so einzeln zu bauen. Aber was macht man nicht alles für ein schönes Hogwarts, ne? So, so. Zack, genau. Und dann jetzt hier auch noch mal kurz so, so. Und so, so. Ja, und wenn da dann jetzt hier dieser Bogen kommen würde, bedeutet dann also, ja gut, das müsste ich jetzt hier eigentlich auch noch mal bauen. Wir sind seit 21 Minuten dabei. Okay, dann würde ich das jetzt so machen. Ich habe jetzt zwei Baustellen. Egal, dann mache ich jetzt noch hier das mit der Erde mal fertig. Diese eine Linie hier, Moment. So. Genau, weil dann ist zumindest mal das da hier soweit mal gemacht. Und ja, dann kann das da hier zumindest schon mal wachsen. Zumindest falls es wachsen kann, weil es muss doch eigentlich Wiese verbunden mit Wiese sein, oder? Aber ich weiß nicht. Ich muss da mal Jule fragen, wie man das dann hier am besten regeln kann mit dem Ganzen. So. So, so, so. So, 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 so. Genau. Und hier kommt dann natürlich der da hier. Moment. Genau so. So, sehr schön. Und dann hier eben. So. Beziehungsweise, ja gut, eigentlich nicht, aber egal, trotzdem. Zack, weil eigentlich muss der da hier dann so gebaut werden. Und der da hier dann eben so. Genau, weil hier kommt ja der hier so. Und der hier dann so. Und ja gut, hier kommen selbstverständlich die halben dran. Das mache ich jetzt auch gleich mal kurz. Erstmal hier kurz so. Zack. Und dann hier haben wir es. Zack, zack. Genau, und dann hier. So. Genau. Und dann hier auch nochmal so und so. Und von der Seite ist es ja alles eigentlich gut geregelt. Genau. Und ja, jetzt muss ich nur noch das da hier fertig ziehen. So. Und dann habe ich jetzt hier zumindest mal schon so ein kleines bisschen Erde. Also wie gesagt, das wird nicht in diesem Winkel bleiben. Also 100 Pro nicht, Leute. Braucht ihr euch gar keine Sorgen machen, dass ich das jetzt hier so lasse. Aber ich will zumindest mal irgendwas haben, wo man nicht direkt stirbt, wenn man da irgendwie, wisst ihr, so springt und so. Also klar, wenn man mit Anlauf kommt, dann kann man hier trotzdem noch runterfallen und so, aber ne, vielleicht wisst ihr ja ungefähr so, was ich meine. Will ich einfach ein bisschen vermeiden, dieses ganze Drama da, so mit dem Runterfallen und so. Genau. Was ich jetzt aber noch kurz mache, ist dann hier so, so, so. Genau. Zack, zack. Und dann, Moment, hier auch noch mal kurz so, 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 so. Einfach damit es hier ein bisschen schöner aussieht. Genau. Und ja. Gut, ich denke, das passt jetzt so erstmal.
Wir werden auf jeden Fall in der nächsten Folge hier dran weiterbauen. Und ja, auch darauf bin ich schon ziemlich gespannt, wie das Ganze dann hier aussehen wird. Also hier ist dann so der Durchgang und hier wird es dann zum Dingens, zur Holzbrücke gehen. Und hier diesen Blick ungefähr so. So ungefähr, den kennt man bereits schon aus den Filmen. Und ja, ich denke, wenn das Ganze dann hier mal fertig gebaut ist und dann auch dieser Brunnen hier in der Mitte steht und ne, man da hinten auch noch Gebäude sehen kann und da rechts noch Gebäude sehen kann, weil ich einen guten PC vielleicht irgendwann habe, der diese Sichtweite auch beherrscht, ja, dann könnte das Ganze echt ziemlich cool werden. Aber jetzt erstmal sind wir natürlich darauf angewiesen, was wir jetzt hier haben. Und ich finde es eigentlich ganz cool. Von dem her, Leute, passt auf mit Abos, weil ansonsten zahlt ihr für ein Jahr 40 € für eine Scanner-App, die ihr noch nie oder die ihr nie brauchen werdet, wahrscheinlich. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie eine Scanner-App gebraucht und jetzt habe ich sie zweimal gebraucht. Beim ersten Mal hatte ich schon eine Testversion und da wurde mir angezeigt, hier, Sie können die Testversion haben. Und dann habe ich den Haken eben da angekreuzt. Hab dann die Scanner-App eben benutzt und mein Bruder kommt dann zu mir ins Zimmer, Luca, hast du dir gerade eine Scanner-App für 40 € gekauft? Und ich so, fuck. Und ja, das fuckt mich gerade wirklich so unglaublich ab. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das ist einfach unnötig. Einfach so unnötig. Aber naja, ich reg mich nur weiter auf. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann leider mit einem Daumen nach unten. Aber wenn es euch super gefallen hat, dann zeigt es mir gerne mit einem kostenlosen Abo, was ihr mir jetzt hier rechts oder unten rechts auf meinem Wasserzeichen gerne hinterlassen könnt. Wir sehen uns in der nächsten Folge von We Build Potter's World. Das war's von mit dem Löwen. Bis dann. Tschüss und ciao.